neue 5 exklusive Fakten von Gosho Aoyama zu Detektiv Conan, unter anderem über Hakuba, Pinga und Jin. Wir machen für euch nach dem Intro viel Spaß. Komm mal, Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detective Conan Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um 5 exklusive Fakten, die Gosho Aoyama, also der Mangaka von Detective Conan, während einer Bühnenvorstellung zum 26. Detective Conan Kinofilm Black Iron Submarine geäußert hat. Fangen wir direkt mal an mit dem ikonischen Poster. Wir alle kennen es, Gosho Aoyama zeichnet selber ein Poster zum kommenden Kinofilm. Bei diesem Fotofilm zu Film 26 sehen wir das ganze Ensemble. Ja, das heißt, wir sehen im Vordergrund die schwarze Organisation mit Jin in der Mitte, links so die gute Seite mit Kuroda, mit Ran, mit Agatha und auf der rechten Seite weitere Mitglieder wie unter anderem Rum, dann haben wir noch Wermut und Kür. In der Mitte sehen wir ganz groß natürlich links auf der guten Seite der Anführer sozusagen Shuichi Akai, übelst krass. Und auf der rechten Seite haben wir Amuro aka Bourbon und in der Mitte auch, aber so ein bisschen kleiner, sehen wir, wie Ai Haibara versinkt im Ozean und Conan, der sie hier probiert zu retten. Und jetzt kommen wir nämlich zum Haken. Und zwar hat Gosho absichtlich das Poster so gemalt, dass wir hier sehen, dass Conan Ai Haibara rettet, um nicht zu verraten, was tatsächlich im Film passiert. Nämlich denken ja alle Leute, die den Film nicht geguckt haben, dass Conan Ai Haibara rettet, wie man das natürlich auf dem Poster sieht. Aber eigentlich ist es andersrum, und zwar rettet Ai Haibara Conan das Leben, und das hat er quasi gemacht, um nicht zu spoilern, was tatsächlich passiert. So gesagt, ein umgekehrter Plot-Twist. Nicht so schlecht, Herr Gosho. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, der natürlich viel Spielraum gab für Interpretation. Und zwar wissen wir alle, dass Pacific Boy, also diese Einsatzkommandozentrale mit den Kamera, mit der Überwachungssystem, mit Blackbox rund, was Interpol gebaut hat, explodiert bzw. von der schwarzen Organisation zerbombt wird, ja, und wir wissen auch, dass Pinga vermeintlich da war und Jin ihm nicht Bescheid gesagt hat, und tatsächlich, er ist quasi nach der Explosion von Pacific Boy gestorben, das heißt, Pinga ist zu 100% tot und er wird nicht irgendwie irgendwann wieder auftauchen, das heißt also, Jin hat ihn auf dem Gewissen, er hat ihn getötet, war aber natürlich nicht sein erster Mord, gerade auch innerhalb der Organisation, ich erinnere nur zum Beispiel an Pisco, um eine Person zu nennen. Jetzt gehen wir mal ganz, ganz kurz weg von Film 26 hin zum Manga. Wir wissen, es gibt aktuell gerade eine Pause, aber wir haben natürlich zum Verkürzen einige Hints, unter anderem, dass ein Detektiv, der sehr, sehr lange nicht mehr im Anime bzw. Manga zu sehen war, endlich sein Comeback feiert. Und dann habe ich natürlich auch ein Video dazu gemacht und dann sind mir zwei natürlich in den Sinn gekommen. Einmal natürlich Shinichi Goro, den wir länger nicht gesehen haben. Das ist auch schon einige Jahre zurück, ja. Aber natürlich gibt es auch noch einen, der sehr, sehr beliebt ist, der unter anderem eigentlich aus dem Magic Kaito-Universum kommt. Ein permanenter Gegenspieler ist von Kaito Koroba, nämlich Saguro Hakuba. Hakuba ist auf jeden Fall einer der beliebtesten Charaktere mit den wenigsten Auftritten, so würde ich ihn jetzt einfach mal so bezeichnen. Und er hat auf jeden Fall eine große Fan-Anhängerschaft. Gerade ganz besonders Villa Abenddämmerung, ein unglaublich krasser, wichtiger Fall, wo er natürlich am Start war. Und hier hat halt Gosho bestätigt, dass wir im nächsten Fall rund um Kapitel 1119 sein Comeback kriegen. Ja, um genau zu sein, kriegt Saguro Hakuba nach 17 Jahren endlich wieder sein Comeback. Überlegt euch das mal. Ein Charakter, der beliebt ist und wenig Auftritte hatte, kommt nach 17 Jahren wieder. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Unglaublich geil. Jetzt kommen wir zum vierten Punkt, den ich bereits schon mal angesprochen habe, aber hier gibt es noch eine sehr, sehr interessante Hintergrundinformation. Unter anderem geht es hier um Jin. Da die Leute, die quasi den Manga verfolgt haben und den Anime verfolgt haben, die wissen, irgendwie stimmt etwas mit Jins Haaren nicht. Ja, dass sich die Haare blondiert, ist immer kurz zum Friseur gegangen und gesagt, komm, mach mir mal die Schwarzkopf-Tönung drauf oder was. Nein, im Endeffekt geht es darum, dass es quasi ein Zusammenspiel ist, ja, von Jin, Jin, Silber. Okay, das ist im Japanischen quasi mehr oder weniger
die Anlehnung, die Referenz vom Namen Gin, ja? Und deshalb sollte auch die Haarfarbe von Gin silber sein. Also hat er quasi den Anime-Regisseur gebeten, in Anführungszeichen, ja, die Haare von Gin, die wir alle kennen, die am Anfang blond waren, nach ein paar hundert Folgen waren die Haare von Gin dann irgendwie so braunmäßig und letzten Endes dann zu silber. Und dieses, ja, dieser Wechsel, diese Änderung hat natürlich Gosho hier verlauten lassen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Das heißt also, er hat seine Haare nicht gefärbt oder sonst was. Das war quasi ein Übergang und Gosho wollte die Haarfarbe eigentlich schon von Anfang an. Last but not least sind wir wieder zurück zum Film 26 und zwar geht es hier wieder um Pinga. Pinga, das Mitglied der schwarzen Organisation. Und zwar hat Gosho bekannt gegeben, dass er das Charakterdesign von Pinga entworfen hat, so dass das möglicherweise in JoJo Bizarre Adventure auftauchen könnte. Etwas, das Detective Conan bisher noch nie getan hat. Quasi ein mögliches Crossover bzw. eine unglaublich krasse Anlehnung, ja, an den Animationsstil. Und das ist doch auf jeden Fall mal krass und ich glaube, Leute, da gibt es die eine oder andere Ähnlichkeit, oder findet ihr nicht? Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, diese 5 exklusiven Fakten, die Gosho mit uns geteilt hat. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, ist alles kostenlos, würde mich wahnsinnig freuen. Ich küsse euer Herz für euren Support. Bis zum nächsten Mal, euer Kaito Arkai.